Hallo, heute beschäftigen wir uns mit Eigenvektoren und Eigenwerten einer Matrix. Wie der Name schon sagt, ist das was Eigenes für jede Matrix. Bevor wir die ausrechnen, wollen wir erst noch mal ein bisschen motivieren, was wir machen. Wenn wir uns normale Gleichungssysteme angucken, lineare Gleichungssysteme, dann habe ich hier eine Matrize und dann multipliziere ich diesen Vektor mit der Matrize. Und ich kriege einen neuen Vektor raus. Das ist eine lineare Transformation. Und normalerweise, wenn wir die zwei Vektoren vergleichen, ja, x und b, dann zeigt b normalerweise in eine andere Richtung. Was meinen wir damit? Wenn ich diese zwei, ich habe hier Matrize mal Vektor, und jetzt bekomme ich da einen Vektor raus. Also 0 mal 2, 1 mal 3. 2 mal 2 ist 4, minus 1 mal 3 ist 1. Ja, wenn ich jetzt diese zwei Vektoren b und x vergleiche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, da habe ich den ersten Vektor, das ist 2, 3, der ist hier. Ja, das ist der Vektor. Und der zweite Vektor, 3, 1, geht hier. Ja, und das ist im Allgemeinen der Fall. Ja. Jetzt fragen wir uns, ob es auch Vektoren gibt, ja, die die folgende Eigenschaft haben. Wenn ich eine Matrize A nehme und multipliziere mit unserem Vektor x, dann kommt eine gestreckte oder gestauchte Version unseres Vektors raus. Also wir suchen einen Vektor, das ist der Eigenvektor, und ein Lambda, das ist ein Skalar, einen Eigenwert, ja, der den Vektor x nur streckt. Na, ich kann ja jeden Vektor schreiben, zum Beispiel, wenn ich den Vektor 2, 1 habe, den kann ich einzeichnen. Hier 2 und hier 1. Wenn ich den jetzt strecke, ja, wenn ich den jetzt mit irgendeiner Zahl mal nehme, wie zum Beispiel, nehmen wir mal 1,5, dann habe ich den Vektor 3, 1,5. Und der ist aber eine Verlängerung dieses Vektors. Hier habe ich dann 3 und hier habe ich 1,5. Wenn ich mit der negativen Zahl arbeite, dann staucht er sich in die Richtung. Ja, ich kann also nur Zahlen oder Vektoren erreichen, die ein Vielfaches des Originalvektors sind. Und das wollen wir haben. Ja. A mal x, unser Vektor, gibt ein Vielfaches dieses Vektors. Er ändert nicht die Richtung, ja, sondern nur, ob er minus wird, also sich umkehrt quasi, oder immer länger oder immer kürzer wird. Ja. Okay. Das haben wir gerade gesagt. Und das sind dann die Eigenvektoren und die Eigenwerte. Da gibt es mehrere immer pro Mal. Nicht immer pro Matrix, aber es gibt mehrere. Ja, das werden wir dann sehen. Welche der vier Möglichkeiten, streckt, staucht, umkehrt oder gleich Null setzt, das wird dann klar, wenn wir uns die Eigenwerte angucken. Wozu brauchen wir Eigenwerte, ist ja immer die Frage, aber die haben wirklich viele Applikationen. Zum Beispiel werden wir sehen, also wir werden es nicht beweisen, ich werde es einfach sagen, dass ich auch die Definitheit einer Matrix mit Eigenwerten feststellen kann. Ja? Also wir werden sehen, dass eine Matrix zum Beispiel positiv definit ist, wenn alle Eigenwerte positiv sind. Ja? Dann werden wir ein Beispiel zum Schluss haben, ein nicht klausurrelevantes Beispiel, das ein dynamisches System zeigt und uns auch zeigt, wie wichtig die Eigenwerte für die dynamische Stabilität dieses Systems sind. Das heißt, wenn die Zeit oder die Perioden gegen unendlich gehen, geht das System auch gegen unendlich oder konvergiert das? Ja. Auswahl von Variablen bei statistischen Analysen, zum Beispiel beim Google PageRank Algorithmus oder bei Fotokompression. Also es wird sehr oft eingesetzt. Sehr wichtig also. Ja. Als Basis haben wir unsere Gleichung, wie eben schon erwähnt, diese. Und die kann ich ein bisschen manipulieren. Ja. Ich kann hier
noch eine Einheitsmatrix einstreuen, weil es egal ist, ob ich schreibe 3 mal 1 und 4, ja, das gibt ja den Vektor 3 und 12, oder ich schreibe 3 mal die Matrix 1, 0, 0, 1 und dann 1, 4. Eine Einheitsmatrix macht ja nichts mit diesem Vektor, und das können wir einfach, wir rechnen es einfach mal aus, damit wir es glauben. Das gibt hier 3, 0, 0, 3. Und wenn Sie das dann multiplizieren mit diesem Vektor, kriegen Sie 3 mal 1 und 0 mal 4, das ist 3 und 0 mal 1 und 3 mal 4 ist 12. Das ist also genau das Gleiche. Ja? Also können wir das hier so einfädeln und dann können wir das auf die andere Seite bringen. Hier gibt es noch einen Zwischenschritt, also ich kann ja dann schreiben a mal Vektor x minus Lambda en mal Vektor x gleich 0 und von da klammere ich einfach den Vektor x aus. Ja? Jetzt haben wir dieses komische Gebilde hier und dieses ganze Gleichungssystem. Okay? Das wollen wir erlösen. Wir wollen ja irgendwie die Lambdas oder die Xs, also die Komponenten von x identifizieren. Was wir jetzt realisieren nach unseren langen Auseinandersetzungen mit Gleichungen und Lösungen von Gleichungssystemen, von Linearen, ist, dass dieses System natürlich nur eine Lösung hat, wenn die Determinante von a minus i Lambda 0 ist. Ja, warum? Wenn die nicht 0 ist, dann hat das ja eine Inverse. Ja, das ist ja eine Matrix hier, das muss man sich auch, das ist eine Matrix. Ja. Und wenn diese Matrix eine Determinante hat, die nicht 0 ist, was passiert denn dann? Dann kann ich a minus i Lambda Inverse bilden, multipliziere beide Seiten. Ja, kriege dann a minus i Lambda x gleich 0 und kriege als eindeutige Lösung den Nullvektor raus. Da wir aber gesagt haben, wir wollen keinen Nullvektor haben, ist das keine Alternative. Ja? Also müssen wir Lösungen suchen, für die die Determinante gleich 0 ist. Und so finden wir unsere Eigenwerte. Wir finden nämlich die Eigenwerte, für die die Determinante 0 ist. Und aus diesen Eigenwerten können wir uns die Eigenvektoren stricken dann. Ja? Also, die Determinante löst das sogenannte charakteristische Polynom, und das ist dieses. Diese Determinante werden wir nicht zeigen, also im 2x2-Fall können wir das zeigen, das ist ein Polynom in den Eigenwerten, in den Lambdas. Ja, also das wird als charakteristisches Polynom bezeichnet. Für eine n mal n Matrix ist das ein bisschen größer und sieht so aus. Ja, das ist dann auch schwieriger, weil zum Beispiel, das ist ein Polynom n-ten Grades, wenn das ein Polynom über vierten Grades ist, dann gibt es da keine analytischen Lösungen, da können Sie nur numerisch vorgehen. Ja. Diese PQ-Formel und sowas, was Ähnliches gibt es für dritten und vierten Grades, aber ab fünften Grades gibt es da keine Lösungen mehr. Wir werden uns nur mit Polynomen zweiten Grades auseinandersetzen. Was bemerkenswert hier ist, ist, dass C1 die Spur von A ist, das heißt die Summe der Diagonalen, und Cn hinten ist die Determinante der Matrix. Ja, das werden wir auch sehen, zum Beispiel dann bei einem Polynom zweiten Grades, das heißt eine 2x2-Matrix, haben wir dann hier dieses Polynom als charakteristisches Polynom. Lambda Quadrat, die Spur von A mal Lambda plus die Determinante von A. Und setzen das gleich 0 und lösen das dann auf für die Eigenwerte. Also, wie machen wir das? Kurzes Theorem noch. Wir wollen so ein bisschen Theorie noch reinschmeißen.
Wir werden uns nur mit symmetrischen reellen Matrizen auseinandersetzen. Also, es sei A eine symmetrische Matrix reeller Zahlen, ja, alle Einträge sind reelle Zahlen, dann sind auch die Eigenwerte reelle Zahlen, ne? Weil normalerweise existieren die aber immer nur, also im Komplexen kriegen sie immer alle. Warum ist das? Weil ein Polynom n-Grades n Wurzeln im Komplexen hat. Ja, aber wir beschäftigen uns ja nicht mit komplexen Zahlen, sondern mit den reellen, und wir beschäftigen uns in der Statistik und in der Ökonomie meistens mit symmetrischen Matrizen reeller Zahlen, und dann kriegen wir immer reelle Eigenwerte. Ja, das beweisen wir auch nicht, das wollte ich jetzt nur sagen. Also wie bestimmen wir die? Wir finden das charakteristische Polynom. Setzen es gleich 0, finden die Wurzeln, und das sind dann die Eigenwerte. Wir werden das nur für 2x2 Matrizen hier machen. Ja? Aber dann weiß man ja ungefähr, was man machen muss. Und dafür gibt es auch Computer, wenn man größere Matrizen hat. Ja? Wenn man die Eigenwerte bestimmt hat, kann man für jeden Eigenwert einen Eigenvektor finden, indem man in das System einsetzt. Ja? Jeder Eigenwert liefert einen Eigenvektor. Dabei setze ich dann zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe ausgerechnet, ein Lambda ist 4. Ich setze 4 hier ein, rechne dieses aus und löse das homogene Gleichungssystem. Das können wir machen mit gaußscher Elimination. Ja, werden wir auch tun jetzt. Gut, wir bestimmen die Eigenwerte dieser Matrix. Wir sehen, das ist eine symmetrische, und alles sind reelle Zahlen, also sind die Eigenvektoren auch reelle Zahlen. Was ist die Determinante von, also wir schreiben erstmal a minus Lambda i hin. Ja. Okay, das ist 2 minus Lambda minus 1 minus 1, 2 minus Lambda. Ist eine Besonderheit, dass die auch andersrum symmetrisch ist, aber das muss natürlich nicht so sein. Die Determinante von a minus Lambda i ist gleich 2 minus Lambda, 2 minus Lambda, dann haben wir minus 1. Ja? Dann können wir das ausmultiplizieren und kriegen hier 4 minus, sagen wir einmal, minus 2 Lambda minus 4 Lambda, 4, ja. Gegen Lambda Quadrat minus 4 Lambda plus 4 minus 1. Dann haben wir hier Lambda Quadrat minus 4 Lambda plus 3. Und das ist eine ganz normale, setzen das gleich 0, weil wir gleich 0 setzen wollen. Das ist eine ganz normale quadratische Gleichung. Ich setze also ein, minus p halbe ist dann 2. Ich kriege also Lambda 1, 2 raus, minus p halbe ist 2, plus minus Wurzel aus. Und dann haben wir 2 Quadrat, also 4 minus 3, und das ist 1. Also haben wir Lambda 1 gleich 2 minus 1 ist 1, und 2 plus 1 ist das 2 oder das ist 3. Hier sind also unsere Eigenwerte dieser Matrix. Ja? Hier ist es nochmal schön aufgeführt. Was interessant ist, wir sehen vielleicht auch nicht, die Summe der Eigenwerte ist gleich der Spur von a. Die Spur von a ist 4, 2 plus 2, Summe der Eigenwerte ist 4. Und jetzt kommt es noch dicker. Das Produkt der Eigenwerte ist gleich der Determinante von a. 1 mal 3, und wenn wir jetzt die Determinante von a ausrechnen, Determinante a, haben wir 2 mal 2 ist 4, minus 1 gleich 3. Wow. Ne? Also wissen wir auch schon, wenn eine Matrix einen Eigenwert hat, einen einzigen auch nur, der 0 ist, dann ist die Determinante 0. Ne? Weil das Produkt der Eigenwerte ist. Toll.
Jetzt wollen wir die Eigenvektoren bestellen. Bestimmen. Wir machen das für Lambda gleich 3. Also wir müssen dieses Gleichungssystem hier lösen. Dafür schreiben wir es erstmal hin. Ich habe also a, habe ich hier so a minus, und jetzt haben wir 3 mal i. Ja, dann habe ich hier also 2 minus 3 minus 1 minus 1, 2 minus 3. Ja, und wir wollen natürlich das x haben. X gleich 0. Und wenn ich das ausrechne, habe ich ein Gleichungssystem minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Recht langweilig. Dann habe ich hier meinen Vektor x. Ich schreibe den jetzt schon mal als x1, x2 gleich 0. Wir formen nun beide um. Ich kann erstmal die erste Zeile mal minus 1 nehmen. Dann bekomme ich 1, 1, minus 1, minus 1. x1, x2 gleich 0. Danach kann ich eine neue zweite Zeile generieren, indem ich die erste und die zweite zusammen addiere. Da habe ich also 1, 1, 0, 0, x1, x2 gleich 0. Und wenn ich mir jetzt die erste Zeile angucke, habe ich x1 plus x2 gleich 0. Das ist gleich wie zu sagen x1 gleich minus x2. Ja. Und dann kann ich meinen Eigenvektor generieren. Ich nenne den mal x Stern 1, das ist ein Vektor. Und wir sollten jetzt sehen, dass natürlich x2 beliebig ist. Das heißt, unsere Eigenvektoren sind nicht eindeutig bestimmt. Ja. Und dann habe ich hier für den Eigenvektor 1 und minus 1. Ja, Sie können auch minus 1 und 1 schreiben, weil Sie können ja mit minus 1, t kann ja minus 1 sein. Aber die Eigenvektoren sind nicht eindeutig, also sind eine Streckung oder Stauchung dieses Vektors. Ja, sehr gut. Das ist hier nochmal schön beschrieben. Wir können dann dasselbe für den Eigenwert 1 machen. Das machen wir jetzt nicht im Detail, aber hier ziehen Sie halt 1 ab, ja, erhalten diese Matrix. Dann machen Sie gaußsche Eliminierung. Sie zählen sie einfach beide zusammen, kriegen 1 und minus 1. Das ergibt die Gleichung x1 minus x2 gleich 0. Oder nach Umformung x1 gleich x2. Und da x2 dann beliebig ist, machen Sie hier t mal im Vektor 1, 1. Das sind die zwei Eigenvektoren dieser Matrix. Ja? Wie gesagt, diese Eigenvektoren sind nicht eindeutig bestimmt. Gut, und das war es auch schon. Jetzt müssen wir nur noch üben, wie man das macht. Und das machen wir dann in der Vorlesung. Hier nochmal Eigenwert und die Definitheit einer Matrix. Wenn ich eine quadratische, symmetrische Matrix reeller Zahlen habe, dann ist die positiv definiert, wenn alle Eigenwerte größer 0 sind. Positiv semidefinit, was wir nicht behandelt hatten. Hier ist es relativ einfach. Größer gleich 0. Negativ definiert, wenn es kleiner 0 ist, alle. Und dann sehen wir auch indefinit, wenn es positive und negative Eigenwerte gibt. Ja? Gut. Zum Schluss noch ein, wie da steht, nicht klausurrelevantes, aber faszinierendes Beispiel mit Eigenwerten. Wir haben hier ein dynamisches System. Ja? Wir können bei x0, wir fangen an mit einem Vektor. Und dieser Vektor könnte zum Beispiel ein Schock sein in einem ökonomischen System. Und wir wollen jetzt wissen, wie der Schock sich ausbreitet. Ja? Und wir nehmen an, dass das linear ist. Also in jeder Periode habe ich den Schock x0.
und multipliziere mit a und kriege dann die nächste Periode raus. Ja? Und dann ist ja, wenn ich jetzt das, ich schreibe jetzt nicht immer das, ich schreibe das Pfeilchen drüber. x2, ja, ist dann ja a mal x0, x1, Entschuldigung. Und x1 ist das wieder, dann habe ich ja a mal x0. Ja? Und das kann ich dann weiter fortsetzen. Das ist a Quadrat x0, also die Matrize quadriert. Das kann ich ja weiter fortsetzen und habe nachher den Schock zum Zeitpunkt t gleich a mal a mal a mal a mal a mal x0. Ja? Und jetzt kommt's. Ich kann die Matrix A, wenn gewisse Dinge, Voraussetzungen erfüllt sind, kann ich die schreiben, kann ich die diagonalisieren. Und zwar ist das eine Matrix mit den Spalten, das sind die Eigenvektoren von A. Die große Lambda, das ist das großgeschriebene Lambda, das ist eine diagonale Matrix, die die Eigenwerte auf der Diagonalen hat. Und hier habe ich die Inverse dieser Matrix von Eigenvektoren. Das heißt also, die Eigenvektoren müssen linear unabhängig sein. Ja? Und das Schöne, wenn ich das so schreiben kann, das machen wir jetzt mal, weil es Spaß macht, wenn ich a gleich p Lambda p minus 1 habe, wenn ich jetzt a Quadrat ist ja a mal a, das ist dann p groß Lambda mal p hoch minus 1, die Inverse, dann habe ich oh, wieder a und dann schreibe ich ja genau das gleiche hin, ja, p hoch minus 1. Jetzt wissen wir ja, dass wenn ich eine Matrix mit der Inverse multipliziere, dann ist das gleich der Einheitsmatrix. P hoch minus 1 und dann haben wir innen drin p Quadrat minus 1. Das heißt, dass wenn ich a hoch t habe, habe ich p Lambda hoch t p hoch minus 1. Ja? Das ist schön. Jetzt müssen wir uns nur noch mal kurz vor Augen führen, was ist denn, wenn ich eine diagonale Matrix mit sich selbst mal nehme. Nehmen wir mal die Matrix A und B und ich mache das, also hier 0 und da 0, A 0, 0, B. Wenn ich das jetzt multipliziere, habe ich A Quadrat. Dann habe ich als zweiten Eintrag 0, 0 a, b 0, 0 und unten habe ich dann 0 mal a, b mal 0 ist 0 und b mal b ist b Quadrat. Ha! Da sehen wir, dass die Quadrate da sind und Lambda hoch t ist dann Lambda 1 hoch t, Lambda 2 hoch t. Bis Lambda, wenn das n ist, hier ja, n hoch t. Ja, das gucken wir uns mal an. Also in der 3x3-Matrix sehe das so aus. Und jetzt sehen wir, weil ich habe ja da stehen, a hoch xt ist gleich a hoch t mal x0. Und wenn ich jetzt da stehen habe, xt ist gleich p Lambda hoch t, p hoch minus 1, x0, dann sehe ich, dass diese Matrix entscheidet, wo die Reise hingeht. Und wenn so ein Lambda größer 1 ist, dann wird das unendlich groß.
Und wenn das Lambda kleiner 1 ist, dann geht es gegen 0. Und das heißt, das System ist stabil, der Schock zum System ist irgendwann wieder weg, wenn alle Eigenwerte kleiner 0 sind. Ja, und wenn es größer 1 ist, dann explodiert das System. Das kann passieren, mathematisch natürlich. In der Realität sehen wir das nicht. Wenn sie gleich 1 sind, haben wir den sogenannten Random Walk auch. Und also wo ein Schock im System bleibt. Ja, der wächst nicht, der geht nicht weg, der bleibt einfach im System. Cool und faszinierend. Sehr gut. Dankeschön.